Donato ist super froh, die Schweizer zu sehen, weil ich sie mit der Sicht in der Großregion heute auf der Berlinale. Ich wäre super, was es dich geht. Kurz vorstellen, also in welchem Bereich du schaffst. Ich heiße Donato Rotunno, ich bin Filmproduzent, Filmregisseur. Ich habe eine Firma zu Lützburg seit 17 Jahren, Lutz ist Tarantula. Ich produziere Longmetragen, Dokumentarfilme, auch so Kurzfilme. An Berlinale ist natürlich ein grosses Rendezvous, ein von den größten Rendezvous vom Jahr für alle Produzenten, die in diesem Bereich schafft. Du hast für eine ganz lange Zeit einen Kurzfilm gemacht über die Großregion. Ich weiß auch vom Stück von der Großregion, das sich damit beschäftigt. Ich habe drei Dokumentarfilme, dreimal 42 Minuten. Mit Saarland, mit der Lorraine, Region Lorraine, mit Lützburg, mit Zernam, am Filmfunk, mit ganz vielen verschiedenen Leuten, die hier aktiv waren. France 3 war dabei, SR, also den ganzen Club gewischt. Ein Projekt, das bald drei Jahre gedauert hat, mit drei verschiedenen Realisatoren. Ich habe das Projekt co-produziert, aber auch einen von den drei Filmen realisiert. Das war ein Film, den heißt Blablabla. Und es geht darum, die Problematik von den Sprachen in der Großregion bis in 40 Stellen. Ja. Sind die Dokumentarfilme auf Festivals gewesen? Wir mit den drei Filmen relativ gut funktioniert, weil wir hatten eine Präsenz in Deutschland, also immer an der Großregion, mit Deutschland, Saarland, Lorraine und Lützburg. Die gehen auch am März, wenn ich mich nicht irre, auf RTL gewesen. Wir hatten im Juni noch eine Diffusion von Blablabla auf France 3. Den SR soll die drei Filme das Jahr aufweisen. Das heißt, wir sind den ganzen Weg gegangen, für das Filme nicht nur auf verschiedene Rendezvous mit dem Publikum in Kontakt kommen, sondern auch eine Mailage Diffusion bei Matatelli zum Beispiel. Hallo, hier auf der Berlinale. Was musst du heute? Also Berlinale ist für uns, das sind zwei große Aktivitäten. Die erste ist immer ein großer Tag, wo man die Chance hat, als Minister eine Vision von der Aktivität, von der Produktionsaktivität am Land zu teilen. Dann ist natürlich das Festival an der Marche. Wir sind hier mehr engagiert auf Co-Produktionen. Wir sind natürlich hier für Rendezvous zu organisieren, auch Projekte, die schon am Laufen sind, Projekte, die aber noch vielleicht zu entwickeln sind. Distributeure und Wanderer sind hier, das ist ein Marché. Also das ist wirklich für uns, 4-5 Tage, aktiv, abends, nicht viel Zeit für Filme zu gucken, leider, aber voilà, das geht ja doch dazu. Auf jeden Fall zurückzukommen auf die Großregion. Ja. Wie empfindest du abends an der Großregion, am Bereich von Filmen, von der Produktion? Hast du das Gefühl, dass du viele Partner gibst, auch viele vielleicht Förderungsmöglichkeiten oder von den Equipen, also ganz unterschiedlich? Ich bin ganz Optimist. Ich bin wirklich ganz Optimist an der Hinsicht. Ich meine, wir haben seit 3-4 Jahren angefangen zu merken, dass wir als Land einfach ein Kleinland sind und dass wir aber Partner haben, die nicht weit weg sind und die über die Grenze so existieren. Und das nur in all verschiedenen Bereichen, wie Finanzialpartner eventuell, aber auch Techniker, Schauspieler, also Leute, die an unserem Bereich aktiv sind. Mit denen schaffen wir wirklich ganz aktiv all der, ob Lützburg Co-Produktionen, Lützburg Produktionen. Und das tut man selbst, was definitiv akzeptiert, das wird definitiv zu unserem Paysage audiovisuell gehört. Und da kann ich sich nicht mehr freuen, dass wir in Europa so weit denken können. Dass man das echt. Natürlich kann ich nicht mehr etwas besser machen, natürlich haben wir immer Kritiken zu äußern. Wir müssen weiterhin überlegen, wie wir das noch ein bisschen aufbauen könnten. Ich meine politisch oder der Willen ist auf jeden Fall da. Wie sich das entwickelt, muss man gucken, wie wir packen es auch mal. Was gibst du halt von einem Fonds, von einem gemeinsamen Fonds von der Großregion für Filme zu produzieren? Ich bin kein Politiker, da ist wirklich ein ganz politisch froh. Also, ich denke nicht, dass das möglich ist. Was möglich ist, ist aber, dass die verschiedenen Spezifizitäten von der Großregion identifiziert gehen und dass man dann zusammen auf Basis von einem Akkord oder auf Basis von dem oder einem anderen Projekt die verschiedenen finanziellen Ressourcen zusammensetzen. Das ist eigentlich sehr. Also es geht hauptsächlich die Autonomie vom Land Lützburg und von den Regionen nicht darauf vorzustellen und auf der anderen Seite natürlich auch eine soziale, politische Vision haben, dass die Region mal auch in diesem Bereich mehr spezifisch aktiv kann gehen. Okay. Vielen Dank, Donato. Dankeschön.